Herzlich willkommen bei Ultra Wrestling, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Themen Pro Wrestling, Sport und Unterhaltung. Nur hier gibt es die heißesten Hintergrundinformationen aus der Welt des Showgeschäfts und jede Menge Fakten aus der Industrie der Sterne. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den deutschen Pro-Wrestler Slinky. Hallo meine Lieben, heute ist der 26. März 2021. Willkommen bei Ultra Wrestling. Mein Name ist Slinky und mein heutiges Thema soll mein Verhältnis zur weltgrößten Wrestling-Promotion oder Sports-Entertainment-Promotion sein, namentlich World Wrestling Entertainment oder WWE. Genau. Ja, wann war mein erster Kontakt zur WWE? Indirekter Kontakt natürlich. Wie ganz, ganz viele andere auch, habe ich zu Anfang so zwischen 1989 und 1990 den ersten Kontakt zu Wrestling-Medien bekommen. Und dann 1990 bei WrestleMania, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Das war so das Erlebnis, was mich ganz, ganz fest ans Wrestling und an WWE gebunden hat. Ich sag immer, WWE ist wie meine erste Freundin so. Also du musst ja mit deiner ersten Freundin nicht total intim geworden sein und später auch nicht deine erste Freundin geheiratet haben, sondern die erste Freundin so, das erste Händchen halten, das erste Küsschen. Ja, so ein Verhältnis, so ein intimes oder inniges Verhältnis hatte ich zur WWE Anfang der 90er Jahre, also 89 bis noch etwa 1995 und ja, niemand hätte da zwischen WWE und mir kommen können. Natürlich, wie das ganz oft bei ersten Freundinnen ist, irgendwann verliert man sich aus den Augen und auch ein bisschen das Interesse. Also es gab andere coole Sachen, andere Freundinnen, andere Frauen und ja, das gab voll tolle Sachen. Also ich habe mit meinen Jungs halt Basketball gespielt und dann kamen Basketball und American Sports immer mehr. Ganz, ganz viele andere tolle Sachen gab es dann. Und wie das so ist, ich bin auch älter geworden und habe dann auch tatsächliche Freunde halt kennengelernt, was natürlich super interessant ist, wenn du als Junge die Frauen für dich entdeckst und dann, ich sag bloß, Titten. Und wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann später wieder das Interesse an Wrestling gefunden. Hatte auch mein erstes Wrestling-Training nicht ganz. Ich habe halt sowas Ähnliches wie Survival machen wollen und habe mir dann die Welt nach der Schule angeschaut. Und bin dann zufällig zu einem Wrestling-Training oder zu einer Wrestling-Promotion im Ausland gekommen, habe aber nie irgendwo da trainieren können, sondern wurde dann als Laufbursche halt, also ich habe halt Werbung und Flyer gemacht und habe da nie an einem Wrestling-Training teilgenommen. Letztendlich bin ich dann wieder relativ zufällig zur damaligen WCF gekommen in Berlin und wollte da anfangen zu trainieren, aber habe irgendwie gemerkt, da war was nicht in Ordnung. Wie soll ich das sagen? Das war halt eher so ein Hobbyverein und ich hatte aber auch noch nicht diese professionelle Einstellung und da sind wir einfach nicht zusammengekommen. Dann später Viel später bin ich dann zur German Wrestling Federation gekommen und es war ebenso ein Hobbyverein mit aber einem professionellen Training und das heißt, die Ausbildung war durchaus professionell, die Veranstaltungen an sich waren ja noch so hobbymäßig, amateurmäßig, sehr schwer zu beschreiben.
Die German Wrestling Federation hat sich in der Zeit, seitdem ich da bin, richtig krass entwickelt, hat professionell oder veranstaltet einfach professionell. Ja, genau, wir hatten teilweise 40, 50 Shows im Jahr, dann mit zwei Webserien und wir haben auch wirklich Tickets verkauft, wo über 1000 Zuschauer da waren. Jedenfalls in dieser Zeit, wo ich professionell mit dem Training angefangen habe, das war 2009, im Oktober 2009, war mein Traum immer so, ich möchte zurück zu meiner Freundin, also meiner ersten Freundin. Also das Wrestling war so meine Liebe. Meine erste Freundin war, Wrestling-Freundin war halt WWE. Und egal, was da beim Training erzählt worden ist und was die anderen Wrestler für eine Meinung hatten über WWE, und die war halt oft schlecht. Also da wurde gesagt, oh, guck mal nach Japan, wie die kämpfen, die sind cool. Oder unser europäisches Wrestling ist halt so gut und ja, guck mal, da und da sind gar keine guten Wrestler bei WWE und die können eventuell nicht, ja, das und das richtig, aber sie können sich das ja rausnehmen, weil sie im Fernsehen sind. Und sowas habe ich gehasst. Ich habe richtig wütende Augen bekommen, bin wütend geworden. Hätte, das ist schwierig. Das war aber damals die Meinung und dann mein Drang, dass ich zu WWE wollte, das war halt so mein einziger Gedanke. Und dann tatsächlich etwa 2,5 Jahre, nachdem ich angefangen hatte zu trainieren, etwa so 1,5 Jahre, nachdem ich das erste Mal im Ring stand und wo ich auch schon etwas regelmäßiger im Ring stand, da bot sich die Möglichkeit, und zwar poppte dann die Idee auf von Seiten WWE, dass Territorien wieder entstehen sollten, gekoppelt mit Nachwuchsförderung. Und es wurde NXT genannt, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, also dort, wo man sich bewerben konnte. Und ich denke, ich war einer der ersten in Europa und in Deutschland, die sich bei NXT, damals gab es eine spezielle Webseite, beworben hat. Natürlich, damals, ich denke, ich stand gut im Training, aber mein Körper sah halt nicht gut oder präsentabel aus, so wie ich ihn präsentiert habe. Später habe ich dann eine andere Ideologie entwickelt, aber ich wusste natürlich noch, ich bin da noch gar nicht bereit für. Trotzdem wollte ich hin, wollte einfach Teil von WWE sein. Und ja, zu dem Zeitpunkt haben sich natürlich noch andere beworben, die halt weit vor mir waren, weit halt 6, 7, 8, 9 Jahre. Ich denke zum Beispiel X-Men, der damalige X-Men Axel Tischer, war halt so jemand, der sich dort auch beworben hat und der auch bereit war, schon die Professionalität und besaß das Wissen, das Inside-Wissen, ja, wie das im Wrestling läuft. Das wusste ich alles natürlich noch nicht. Also ich hatte andere Erfahrungen, andere Dinge, die ich wusste und konnte, aber da hat noch ein Stück gefehlt. Auf jeden Fall daraufhin haben tatsächlich wurden Leute gepickt von uns, angefangen von Cash Money Erkan bis über Pascal Spalter und dann ganz zu Anfang natürlich auch Axel Tischer, X-Man. Und ja, wie ihr alle wisst, hat sich ja Axel Tischer dann durchgesetzt und hat es geschafft zu NXT und dann später halt auch, also zu NXT nach Florida und dann später auch in die WWE zu, ich glaube, das war WWE Raw oder SmackDown?
Ich bin nicht sicher, aber auf jeden Fall war er auch schon auf großer Bühne zu sehen, vor etlichen tausend Zuschauern im weltweiten Fernsehen. Und das war fantastisch so. Er hat sogar einen Titel gehalten, einen Tag Team Titel. Genau, da hat mein, das hat mein Herz irgendwo zerrissen. Einerseits war ich voll stolz auf meine Kollegen, die da halt diese unwahrscheinlich großen Möglichkeiten hatten. Aber andererseits war ich natürlich auch neidisch und ich wollte dahin und ja, ich wollte halt auch ein Teil von WWE sein und mir wurde das verwehrt und ich habe in diesem Neid auch daran gedacht, wie meine Kollegen über WWE reden und auch wie die Fans, die Zuschauer über WWE geredet haben, die europäisches Wrestling gut finden und die aber dann diese Erfolge gesehen haben und dadurch halt begeistert wurden, dass halt zum Beispiel Axel Tischer das zur WWE geschafft hat, diese Erfolge gesehen haben und dann ganz anders über WWE geredet haben oder so. Der ist ganz gut und der muss dahin und plötzlich war WWE dann ganz positiv. Ich denke, WWE, die sind nicht auf den Kopf gefallen, manche vielleicht schon, aber das ist eine andere Sache. Die WWE ist nicht auf den Kopf gefallen, also die wirtschaften halt sehr viel Geld über eine lange Zeit und haben generieren Aufmerksamkeit über eine ganz, ganz lange Zeit schon. Die wissen natürlich, wie man Meinung verändert und ja, das haben sie geschafft. Sie haben Meinung über ihre Arbeit unter den Zuschauern, in den Medien und auch unter Kollegen geändert. Wir sprechen ja jetzt auch von Zeitraum von 10 Jahren, 15 Jahren. Das heißt, jeder weiß halt, unsere Meinung ist nicht dieselbe, die wir vor 15 Jahre gehabt haben. Da hat sich einfach ganz, ganz, ganz viel verändert. Aber trotzdem, mein Herz ist zerrissen worden. Ja, ich war halt total neidisch. Egal, ich habe halt weitergemacht bei German Wrestling Federation, war überall in der deutschen und auch in der europäischen Wrestling-Welt unterwegs und schließlich bin ich auf die Idee gekommen, ah nein, ich muss es nochmal erklären. Wir hatten dann bei Dr. Tom Pritchard einen Trainer, der unter anderem The Rock trainiert hat, der Mark Henry trainiert hat, der die Bella Twins trainiert hat, der zurzeit eine Wrestling-Schule mit Kane, den Hall of Famer Kane hat und der. Wen hat er noch trainiert? Dolph Ziggler, ganz, ganz viele Leute, Shane McMahon. Mit denen hat er alle trainiert, die hat er trainiert und der war halt in Deutschland bei uns und ich habe ein Seminar mit ihm gemacht und das war super motivierend und ich glaube, meine Trainer haben gesehen, dass ich super motiviert war und dass ich halt viel mehr über diese Welt und die Organisierung in der Wrestling-Welt lernen wollte und auch Fähigkeiten mitgebracht habe, die dafür gut waren. Also ich mache schon seit Ewigkeiten Pressearbeit. Ich habe im journalistischen Bereich, bevor ich mit dem Wrestling angefangen habe, gearbeitet. Und ja, da haben meine Trainer Geld in die Hand genommen und sind dann von Trainer, was natürlich auch nicht so leicht ist, zu gleichzeitig zu Produzenten geworden, ohne dass sie natürlich das wussten. Sie waren auch in einem Entwicklungsprozess. Ich war in einem Entwicklungsprozess und wir haben dann zusammen in einem Büro gearbeitet. Es war halt, sie haben in ein Büro investiert und ich bin dazugekommen und dann
haben wir da zusammengearbeitet über knapp 4 Jahre und haben dann die Shows verbessert, die Veranstaltung verbessert von zwei Events mit 150, 100 Zuschauern, die meist so aus Familienmitgliedern bestanden und wo halt die Ticketpreise irgendwie bei 8 € lagen, zu halt diesen 40, 50 Shows im Jahr mit über 1000 zahlenden Zuschauern, mit einer riesigen Medienarbeit. Und bei der Medienarbeit, also da muss ich auch Leute wie zum Beispiel Crazy Sexy Mike und Ahmed Scheer loben. Also das sind meine Trainer, die halt sich sehr viel engagiert haben, sehr viel investiert haben, Geld investiert haben und die auch sehr viel in diesem Bereich gelernt haben. Ebenso Ingo Vollenberg oder Franz Wegener, die halt sehr viel gemacht haben, auch wenn da manche Fehler gab und das ist dann auch immer ein kleines Machtspielchen dabei. Das ist ja gar nicht so, spielt nicht so eine große Rolle. Diese Leute haben halt Wrestling in Deutschland richtig vorangebracht und ich war mit dabei, ich war auch drin. Ich würde von mir sagen, ich habe auch Wrestling vorangebracht in Deutschland. Jedenfalls habe ich dann gearbeitet an Produktionssachen, habe halt erst in der Produktion assistiert, wirklich die kleinsten Arbeiten, bis hin, dass ich selbst produziert habe. Und das Erste, das war, ich habe das so als mein Gesellenstück empfunden. Das war eine Sache, das war ein Programmheft, wo ich alle Wrestler so aufgelistet hatte. Und dieses Programmheft war richtig cool gestaltet. GWF Programmheft, dann stand da die Termine drin, Termine stand nicht drin. Das war ein Prototyp, eine Beschreibung von GWF, dann die einzelnen Wrestler, die offiziellen und dann noch ein paar Werbetexte. Und ich habe 2 Exemplare davon drucken lassen. Und dann hat tatsächlich Crazy Sexy Mike das vom Computer gelöscht und dachte halt, ich hätte ein Backup gehabt und dann war es weg. Ja, also ich habe auch gelernt, dass man in der Produktion Backups machen sollte. Aber jedenfalls hatte ich diese zwei Hefte noch. Ein Heft habe ich Dr. Tom Pritchard geschickt. Ich hoffe, er hat es erhalten. Und ein anderes Heft, und das war mein zweiter indirekter Kontakt, also wo ich selbst auf WWE zugegangen bin, das habe ich an Vince McMahon geschickt. Aber ich habe es nicht einfach so geschickt, sondern ja, WWE war halt wie meine erste Freundin und ja, meine Trainer waren für mich, also oder meine Wrestling-Kollegen sind für mich wie Brüder und Schwestern. Also das ist halt eine Familie und tatsächlich, meine Trainer, Ahmed Scheer und Crazy Sexy Mike, sind wie meine Väter, meine beiden Väter. Und Vince McMahon ist halt praktisch noch so was Weiteres. Er ist halt wie mein Großvater. Und dann dachte ich mir, das ist eine coole Metapher. Und da bin ich halt zu meinen Wrestling-Kollegen gegangen und meinte, hey, könnt ihr mal auf dieses Programmheft unterschreiben? Wir sind ja Familie und das ist für meinen Großvater, der interessiert sich sehr für Wrestling. Und einige, die mich nicht so mochten oder die das gar nicht ernst genommen haben mit diesen, dass Wrestling familiär ist. Und Wrestling ist ein Business, ganz klar, ein Geschäft. Aber es hat trotzdem noch einen oder sollte einen familiären Touch haben. Und manche haben da nicht unterschrieben und manche haben da unterschrieben. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir würden jetzt, glaube ich, nicht zusammen irgendwie ausgehen oder so. Cem Kaplan, über den rede ich, aber Cem ist jemand, der relativ direkt ist und aber auch dieses familiäre, glaube ich, auch erkennt und lebt. Und ich kann mich erinnern, dass er sehr begeistert
da unterschrieben hat. Und ich habe mich dann bedankt natürlich auch. Ja, Champ Kaplan ist sowieso jemand, der sehr, wie soll ich das sagen? Also er ist professionell und das merkt man so. Also wie gesagt, er ist nicht der Typ. Wir haben ein ganz anderes, eine ganz andere Lebensweise, denke ich, dass wir nicht so viel privat zusammen machen würden. Aber super professioneller Typ. Ich mag ihn und er hat auch dieses Verständnis für Kollegen und dieses Familiäre. Auf jeden Fall habe ich da einige und einige haben da unterschrieben und ich habe natürlich auch unterschrieben. Ich hatte da auch ein cooles Bild drin. Und dann habe ich einfach einen Brief geschrieben und zwar an Vince McMahon. Ich meinte so, ja, ich mache das und das, mache das und das, das will ich werden und habe da so ein paar Sachen von mir reingeschrieben, Bild von mir reingelegt und dann halt als Geschenk dieses Programmheft von der German Wrestling Federation geschickt und habe nie eine Antwort bekommen, tatsächlich. Das ist nicht ganz richtig, aber ich kann darüber gerade nicht reden. Es gibt sowieso ein paar Dinge, über die man schlecht als Wrestler, als Profi reden kann. Und zwar sind es zum Beispiel gescheiterte Vertragsverhandlungen oder ja, Vertragsverhandlungen an sich, das ist natürlich, da gibt es natürlich sehr viele Betriebsgeheimnisse und so. Und wenn da jemand auch neidet, also sieht man, ich bin total neidisch, obwohl ich, also wie gesagt, mein Herz hat einmal diesen Neid und dann einmal dieses, dass ich das voll toll finde für meine Kollegen, dass sie das geschafft haben. Und okay, ich gebe zu, ich bin der gelbe Hulk, der vor Neid gelb wird und immer wenn er Neid spürt, wird er der gelbe Hulk. Und verdammt. Auf jeden Fall ja, habe ich das hingeschickt und habe nie direkt eine Antwort bekommen, was ich super schade finde, aber auch verstehe. Ich habe zu der Zeit halt auch dann irgendwo noch andere Sachen gemacht. Wie gesagt, ich war in der Produktion von GWF, von der German Wrestling Federation eingebunden und habe mich in meinen familiären Bereich halt umgeguckt, wie ich das mit meiner Familie gestalte. Das ist halt ein sehr wichtiges Thema. Vor allem Frauen betrifft es ja, aber natürlich auch Männer. Und also ich rede jetzt direkt von Familienplanung. Da habe ich dann halt auch versucht, mir Lösungen zu erarbeiten, dass ich halt Wrestling 24/7, 24/7 natürlich nicht, bei mir ist es eher 25/8, dass ich Wrestling halt ganz viel, ganz lange machen kann und dass mir da niemand, ja, dass ich da nirgends behindert werde. Das wollte ich dann ausarbeiten. Ja, deshalb war das, also ich musste mich auch entwickeln und gucken, wie mache ich das, wie kann ich eigentlich professionell bleiben und auch das beruflich machen. Also jetzt nicht bloß professionell das zu lernen, professionell auszuüben, professionell trainieren, professionelles Verständnis entwickeln, sondern wie kann ich das beruflich jeden Tag machen, wenn es von mir gefordert wird oder dass ich einfach, wie mache ich das, wenn ich jetzt einen Anruf kriege und dann nach London oder nach New York oder nach Indien fliegen muss? Mit einer Familie geht es nicht. Und wenn man da auch nicht vorbereitet ist, geht es auch nicht. Also man braucht bestimmte Dinge. Und das habe ich halt mir versucht zu erarbeiten. Und deshalb war das relativ gut, dass da noch nicht was zurückkam. Nicht direkt. Ja, dann ging es ja weiter und dann hat sich schon entwickelt. Also wie gesagt, ich, Cash Money Erkan war auch in Florida und hat da trainiert. Das wurde dann mit der Kamera begleitet. Cesaro, der kleine Witzbold, in dieser Dokumentation wird auch er gezeigt und er hält sich dann Eis am Kopf. Also
weil er sich da gestoßen hat oder an der Schulter oder irgendwas. Und der Cesaro ist natürlich ein kleiner Schlingel mit seinen Flachwitzen auch. Im Englischen heißt natürlich, Eyes on me, ist doppeldeutig, also all eyes, no, eyes on me, bedeutet halt auch Augen auf mich gerichtet, praktisch. Super witzig finde ich das, also wie man da so die Kamera auf sich ziehen kann, und damit witzig umgehen kann. Witzig ist witzig, das klingt auch komisch. Genau, jedenfalls haben dann andere weitere Chancen bekommen, mit WWE zusammenzuarbeiten, auch mit WWE in Deutschland und welche Projekte zu filmen. Und super spannend. Und dann kam es dazu, dass ich glaube vor 2, 3 Jahren, dass ein riesiges Tryout in Deutschland gab, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Vorher war das immer in London und bei einer Live-Veranstaltung oder vor einer Live-Veranstaltung in London. Und jetzt sollte das in Deutschland vorstellen. Und die Leute haben natürlich sehr viel, also WWE hat natürlich sehr viel gecastet und da auch eine Webseite online gestellt. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich tatsächlich meine ganze Kraft, mein ganzes Geld in die Arbeit für die German Wrestling Federation gesteckt habe. Ich habe sogar auf Gehalt verzichtet. Also praktisch, ich habe kein Geld bekommen, habe aber auch von nirgendwo anders Geld bekommen. Meine Miete habe ich nicht bezahlt, also über Monate hinweg. Und weiß nicht, ich habe von, ja, also ich wusste nicht, wo ich mein Geld herbekomme. Ganz einfach. Also ich musste praktisch Wrestling arbeiten und dann von meiner Gage leben und von anderen Sachen leben. Ich habe dann halt Musikvideo mitgespielt und habe, genau, zwischendurch habe ich auch bei Hilf mir gespielt. Es war so eine Serie, einfach um Geld zu verdienen, um dann nicht zu zerfallen und auch mich irgendwo einfach am Leben halten zu können. Auf jeden Fall war ich so fertig und wir haben das auch in einer Storyline, mit einer Storyline verbunden. Also meine Trainer haben das ja gesehen und haben mich dann noch ausgeholfen. Also einer meiner Trainer, Ali Aslan, der hat mich dann eingeladen zum Essen so und es war richtig geil. Also du musst dir so vorstellen, du hast richtig Hunger und beim Training knurrt halt den Magen so als 116 Kilo Typ und alle hören das beim Training und dann hat er mich halt mitgenommen und hat mich so, weiß nicht, so eine Fleischplatte, so richtig geil gegrilltes Fleisch. Ich dachte, ich bin im Himmel und ja, da möchte ich meinen Trainern halt auch danken. Die haben mir auch geholfen in solchen Situationen und genau, aber sie haben das gemerkt und haben auch versucht, das in einer Storyline zu verarbeiten. Mein Tag Team Partner Slim Jim, der sollte halt, da trinkt man gerne einen und der sollte dann halt mehr in die Persönlichkeitsrichtung Trinker, Alkoholiker gehen und ich sollte eher in die Richtung gehen, ja, ich bin arm und ich bettel irgendwelche Leute an und meine Kleidung löst sich so auf, kommt immer mehr Flicken so auf die Kleidung rauf und das war dann eine Storyline für eine unserer Webserie. Allerdings, wie gesagt, gibt es halt viel Konkurrenz. Eine Schule mit 50 Schülern, alle wollen irgendwo rein. Und da wurde ich dann halt gecuttet. Also das wurde dann halt nicht genommen. Ja, genau. Und ich war, das war etwa in dieser Zeit. Und ich war so krass. Und dann habe ich mich damit beworben, so, hey, ich habe alles fürs Wrestling gemacht. Das. Jetzt bin ich am Ende und ich bettel euch wirklich an, nehmt mich für dieses Tryout. Ja, sicher natürlich mit einem Augenzwinkern. Also die Sache war, Triple H hat tatsächlich darauf reagiert. Also er hat gesagt, bevor dieses Tryout begann oder beziehungsweise wo das ausgestrahlt worden ist, dann
Ja, bei uns haben sich sehr viele Leute aus dem Wrestling-Bereich und auch aus anderen Sportbereichen und anderen Bereichen beworben. Und es war sogar, dass Wrestler da waren, die haben uns angefleht, angebettelt, dass sie im Tryout teilnehmen durften. Und es hat auch der Wahrheit entsprochen. Triple H sagt die Wahrheit. Und ja, wie ich das fand, ist dann natürlich eine andere Sache. Also natürlich habe ich mit einem Augenzwinkern agiert und habe dieses Augenzwinkern auch wieder zurückbekommen. Trotzdem nicht angenehm. Als ich erfahren habe, wer da so dabei ist, wow, ich war richtig der gelbe Hulk. Also ich bin vor Neid, heißt es, gelb angelaufen? Ich weiß nicht. Ich war richtig neidisch. Mein Hals hat so gepuckert. Pucker. Ich weiß nicht. Also in dieser Zeit hatten wir auch ein Training, wo es darum ging, zu beweisen, wie sehr wir Wrestling wollten. Wir wollen zur WWE. Also guck mal, du machst den Move so, mach ihn doch höher, wenn du da zur WWE willst. Hab das immer vor Augen. Und da war so ein Hocker. Und mein Trainer meinte, ja, tret mal den Hocker weg. Und dann habe ich getreten und dann meinte er so, ja, tret mal so, wie wenn du zur WWE willst. Und das hat mein ganzes alles und ich habe dagegen getreten und habe mir tatsächlich den Fuß gebrochen. Ja, so krass wollte ich dahin und dann wurde ich nicht genommen. Und tatsächlich, mir fällt gerade der Name von ihr nicht ein, Jenny, sie ist halt eine Model-Persönlichkeit, die bei uns auch bei der German Wrestling Federation trainiert hat. Und sie konnte sich da empfehlen. Sie haben sie genommen. George Kukas, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, der natürlich auch einen super Körper hat und ja, sich sehr engagiert und die viele, viele Menschen mögen ihn auch und er hatte das Glück, dass er mit jemand von der German Wrestling Federation auch einen guten Mentor hat. Ja, genau, er wurde genommen und ich weiß, also wie George Kukas ankam und ich habe seine erste Wrestlingstunde, ich sollte mit ihm trainieren und einen Wristlock ihm zeigen und er war total steif halt. Also die meisten sind es halt, die können halt nicht mal einen richtigen Arm umdrehen. Und ich habe mich total an diese Situation erinnert und habe mir gedacht, fuck, ich will da stehen. Also ich will nicht. Ja, ich will bei diesem Tryout dabei sein. Und er hat es geschafft. Und ja, ich wollte das. Also ich war total neidisch, richtig neidisch. Ich war auch total unmotiviert und ich glaube sogar, ich habe einen Auftritt verschlafen, beziehungsweise wollte ich ihn verschlafen. Nein, eigentlich wollte ich ihn nicht verschlafen. Also innerlich dachte ich, fuck, Alter, ich will nicht mehr. Ich will zur WWE und ich will nicht diesen kleinen Auftritt machen. Das war natürlich total falsch. Also, aber ja, der Neid hat mich zerfressen. Aber das ist manchmal gut so. Manchmal muss man auch durch böse Sachen und böse Emotionen gehen, damit man Wrestling wieder fühlen kann. Und ich gehe halt. Jetzt gibt es leider kein Wrestling-Training, also kein offizielles Training. Aber ich gehe halt mit einer großen Freude wieder ans Wrestling ran und kann mich auf neue Sachen konzentrieren und auch diese schlechten Sachen, diese großen Durststrecken, die haben mir sehr geholfen, dass Wrestling wieder aufblüht in mir und das liebe ich. Ja. Jedenfalls habe ich mich da beworben und habe das dann gesehen und das war natürlich so, die da am Tryout mitgewirkt haben, naja, die haben halt für einen Hotdog gearbeitet, also das war weltweit zu sehen und haben 20 € Essensgeld, das ist ja
der neue warme Handschlag mit der Hotdog gearbeitet und dann wurde es weltweit promotet. Und ich weiß nicht, wenn ich einen Tag arbeite im Fernsehen, meine Gage liegt bei 600 € und wenn das, also das verdoppelt sich, wenn es halt national ausgestrahlt wird, also das nennt man so Buyout, wenn es national ausgestrahlt wird und das verdreifacht sich, wenn es international ausgestrahlt wird und wenn es weltweit ausgestrahlt wird, dann verfünffacht sich das. Das sind so übliche Gagen. Und jetzt sehe ich da, dass Menschen, die auch teilweise waren es ja auch Leute, die 10 Jahre länger als ich da waren, die für ein Essensgeld da die Rolle des Schülers, die was ausprobieren müssen, spielen. Und das war natürlich sehr, das hat mich dann wieder zerrissen innerlich. Einerseits WWE, die haben so viel aufgebaut und ohne die wäre man gar nicht, wäre ich gar nicht der ich bin so. Und die meisten, die dort teilgenommen hätten, würden Wrestling gar nicht lieben, würde es WWE nicht geben. Also eigentlich müsste man da auf Gage verzichten und selbst seine Reisekosten tragen und selbst sein Hotel bezahlen. Andererseits muss man wissen, dass Wrestling einfach ein Geschäft ist und dann muss man da auch wie jemand, der das beruflich macht, der davon leben will, lebt, agieren und dann auch eine Gage nehmen oder darauf verzichten. Jedenfalls hat mich das dann wieder innerlich zerfressen. Ich habe ja, es hat mich innerlich zerfressen und ich habe natürlich auch gemerkt, wie darüber geredet wird, Hintergrund so, wie die Leute das selbst empfinden und das war natürlich nicht das so, wie es präsentiert wird. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, so auch in der nahen Vergangenheit, ja, WWE, da will ich nicht hin. Und einerseits kann es raffiniert sein, man kann seinen Preis dann hochtreiben. Also wenn ich sage, ich will da gar nicht hin, dann kann auch das der Gegenüber sagen, hey, ich weiß, du willst nicht, aber ich lege da noch ein bisschen was drauf und ich will dich ganz besonders. Und dann kann es aber auch sein, dass die einfach nicht wollen und das hassen. Und ich denke, ja, ich finde es auf der anderen Seite komisch, warum sich dann Triple H oder Vince McMahon auf solche Leute einlassen. Aber es gibt ja diesen Best for Business, Spruch, das heißt, dass man auch Leute engagieren sollte, die auch gegen einen sind, weil das zu erklären ist sehr komplex, aber du kannst halt nicht bloß deine eigenen Freunde und die dich feiern engagieren. Das schafft eine ganz andere Reihe von Effekten, die dann im Nachhinein negativ für dich werden. Deshalb, das zu erklären ist ein bisschen doof. Das mag ich auch nicht. Jedenfalls, ich bin super vom Neid zerfressen gewesen und bin aber drüber hinweggekommen. Da lag sicher auch dran, dass ich eine krasse Durststrecke hatte, also auch was mein Einkommen anbetraf. Momentan sieht es bei mir super gut aus. Ich glaube, alle Wrestler, die wieder antreten wollen, die bieten sich jetzt für einen Hotdog und einen warmen Handschlag an. Oder umgekehrt für einen warmen Handschlag und einen Hotdog. Das sieht man ja für die Leute, die jetzt nach UK, die da engagiert sind bei NXT, die verdienen alle nicht gut. Und darum habe ich mir geschworen, wenn ich für WWE engagiert werde, dann den ersten Kampf,
Natürlich bezahle ich nicht meine eigenen Reisekosten und nicht meine Hotelkosten, aber ich bin da eigentlich ganz einfach. Aber ich werde dann auf Gage verzichten, falls ich mal für WWE antrete, werde ich auf meine erste Gage für meinen ersten Kampf verzichten. Und das kann man ja auch so für einen guten Zweck spenden. Allerdings möchte ich einen Hotdog haben für meinen ersten Kampf bei WWE. Ohne Hotdog geht natürlich nicht und einen warmen Handschlag will ich gerne. Das ist notwendig und allerdings danach, wow, wie kommen Leute dazu? Letztens kam noch tatsächlich jemand an zu mir, der für eine Kooperationsliga angetreten ist von WWE und ja, er wurde halt gefilmt und was gefilmt worden ist, wurde ins WWE Network gestellt. Die Sache ist, du bekommst einmal Gage für das, was du machst, also den Kampf, und im Zweifel willigst du damit ein, dass das gefilmt wird. Aber wenn es Verwertung wird, dann musst du dafür entlohnt werden. Also du hast Verwertungsrechte, als erstes Mal müssen die dich fragen, darf ich das? Und dann, wenn es irgendwo ausgestrahlt wird, bekommst du einen Teil davon, was darüber erwirtschaftet wird. Und in Deutschland ist es so, das ist gar nicht üblich, weil gar nicht so viel Geld damit gemacht wird. Ich glaube, das WWE Network macht sehr, sehr viel Geld. Und ja, erzählt mir jemand, der für einen Hotdog und also auf Deutsch sagt man, glaube ich, für einen Apfel und ein Ei oder für Essensgeld angetreten ist und dann im WWE Network zu sehen ist. Und was bist du? Das nennt man mag für sich selbst sein. Also er ist halt ein Fan davon, nicht professionell. So. Also er war natürlich professionell ausgebildet, aber er war trotzdem in einem Bereich, wie lebe ich von dem, was ich mache und wie erhalte ich das Geschäft und auch für andere Menschen, die nach mir kommen, wie erhalte ich da das Geschäft, dass die dann später auch davon leben können. Das kannte er nicht und das ist super traurig. Ja, und so sind wir dann bei meinen Erfahrung mit WWE. Das waren sie eigentlich. Ich habe natürlich noch sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die mit WWE zu tun hatten, die später mit WWE zu tun hatten oder jetzt gerade mit WWE zu tun haben. Ja, Dragunov ist ein super Wrestler. Also ich habe auch gesehen, wie er angefangen hat, unter Axel Tischer zu trainieren in Dresden und dann war er auch bei uns in Berlin. Super netter Kerl. Ich glaube, er hat am Anfang zu viel bekommen. Das kann sicherlich noch ein Problem sein, aber ich schätze ihn so nicht ein. Also er war immer super freundlich, super professionell und ja, einfach ein toller Kollege. Und das freut mich sehr für ihn, dass er das geschafft hat, bei WWE, zumindest in England zu sein. Und ja, natürlich bin ich innen drin, oh, ein Teil meines Herzens ist so schwarz und das andere ist weiß. Das ist krass. Ja, Neid ist eine total merkwürdige Emotion. Seht ihr mal eine Frage für die Kommentare? Wie viele Emotionen kennt ihr? Bei uns im Wrestling kommt es ja auch darauf an, Emotionen auszulösen im Zuschauer. Wie mache ich das? Und das ist super wichtig. Tatsächlich, wenn ich Leute frage, auch Kollegen, wie viele Emotionen gibt es, dann kommen die meistens nicht mehr als auf 7 oder 10 heraus. Also
Ja, sie kennen nicht mehr so. Ich habe letztens eine Liste gesehen mit über 100 Emotionen und das ist total krass, was man da alles aus den Fans rauslocken kann mit Emotionen. Und darüber hinaus gibt es noch andere Strukturen, wie zum Beispiel die Sinne oder Versprechungen. Ja, ich möchte nicht zu viel reden, aber super krasse Sache und in was für Schattierungen es alles Leid gibt, in welchen Stärken und was das alles mit denen macht. Da gibt es wahnsinnig coole Stories. Ich habe sie alle, nein, nicht alle erlebt, aber ich habe sehr viel erlebt. Und vor allem mit WWE, denn wer will, dass seine erste Freundin von irgendeinem Arschloch gefickt wird? Eigentlich keiner so. Und jeder möchte seine erste Freundin irgendwo trotzdem noch bei sich wissen, auch wenn man sich irgendwo getrennt hat und bestimmte Dinge nicht gehen. Ja, also ich kann mich an meine erste Freundin, meine erste richtige Freundin halt erinnern und das Versprechen, was ich ihr gegeben habe, also Liebe ist keine Emotion, Liebe ist ein Versprechen. Mein Versprechen, was ich ihr gegeben habe, das besteht bis heute. Also ich liebe meine erste Freundin bis heute und so liebe ich WWE. Ja, schicke Schuhe, Shane McMahon. Oh, fuck. Ja, genau, das ist genau das Stichwort. Ich wünsche euch viel Spaß. Fickt mal wieder und wir hören uns. Alles Gute.